Warum bringen Spiele immer das Schlimmste in dir hervor? Hey, was? Hä? Wieso denn das Schlimmste? Hey, ich bin doch mega wholesome. Ich habe den Betonblock extra weggemacht, damit die armen, reichen Leute kein schlechtes Gewissen dafür haben müssen, dass sie reich sind, obwohl sie gar nichts dafür können. Das ist so ungerecht, wenn man ihnen das die ganze Zeit vorhalten muss und so belastend. Deswegen bin ich auch so großartig und habe das weggemacht, damit sie sich damit nicht belasten müssen. An dem Mann gibt's viel zu knabbern. Ich glaube nicht, dass du an dem knabberst. Ich glaube, an dem lutscht man. Also, weil... Oh Gott. Da ist keine Bodenverschmutzung. Auch die Luftverschmutzung ist... Okay. Ich muss ganz kurz out of character sagen, Steinwein spielt jetzt einen Vierjährigen. Yes. Bubble. OOC gesagt, perfekter Move. Wir schicken zwei Probleme an die Mauer, keins kommt zurück. Das ist so gut. Waldbrände können uns unterirdisch nicht erreichen. Waldbrände unterirdisch, völlig egal. Wir bauen alles in Tunneln. Alles gut, Pia. Du hast die Erdnüsse schon leer gefuttert vorher. Es gab Erdnüsse. Also Pia sitzt hier seit circa 7 Minuten und jetzt gibt es keine Erdnüsse mehr. Aber das ist vollkommen okay. Aber sie waren auf meinem Platz und ich dachte, sie wären ein Zeichen. Es fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr so grün an gerade. Ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist nochmal ein Einkaufsbereich. Weil dann kann ich mir grüne Gegenstände kaufen. Bei mir kämpfst du quasi gegen Unsichtbare. Gut, dann suche ich mir irgendwo süßes Popcorn in der Stadt. Mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz Pause drücken. Ich habe nämlich als Befehlshaber den Robert Baratheon in meiner Armee. Moment. Lass mich frei! Hilfe! Ich möchte nicht in diese Schlacht ziehen. Es ist quasi Schrödingers Koks. Es ist da, aber es ist auch nicht da. Und wir wissen nicht, ob es da ist. Aber es könnte da sein. Leute, ich habe einen kompletten Brainfart. Hier kommt das Abwasser raus. Hier ist die Promenade. Das wird eine ganz besonders schöne Promenade werden hier. Da kann man quasi, wenn man in der Früh die Spülung benutzt, bevor man danach schwimmen geht, kann man dabei zugucken, was vorbeischwimmt, was man in der Früh runtergespült hat. Guck mal, da ist ein kleines Kind. Oh, das ist ein Zwerg. Ich habe ihn nur von hinten gesehen. I'm so sorry. Wir sprachen letztes Mal über meine Wünsche für meine Dynastie und vor allem meine störrische Tochter, die sich weigerte, einen ihr angemessenen Mann zu nehmen. Nun zuletzt führte ich ein ernsthaftes Gespräch mit ihr und bekam von ihr gestanden, Eure Majestät, dass sie bereits einen solchen Mann gefunden hat in euch. Eure Majestät, den sie als ihren Seelengefährten und den Vater ihres Kindes bezeichnet, Eure Majestät. Ich verstehe nicht. Ich sehe es vor mir, schwarz auf weiß, erzählte sie mir, zu meinen Affären gehört König Rhaegar Targaryen und sie malte ein rosa Herz für Seelengefährte neben euren Namen. Es tut mir leid, ich brauche 2 Sekunden. Oh mein Gott! What is this? Also ich hätte theoretisch gesehen, gibt es Katastrophenschutzdinger, aber ich habe keine Katastrophenschutzdinger. Wir haben ein paar Häuser theoretisch gesehen, ja. Wenn die mir jetzt sagt, dass das nichts wird, ne, dann habe ich die letzten 60 Stunden in diesem Spiel verschwendet. Also ich glaube nur 59, weil die erste Stunde waren wir nur auf dem Schiff am Anfang, da kanntest du Astaria noch nicht. A sweet gesture that all this I cannot! It's not really for me. I cannot. It is embarrassing. It is awful. Dieses Spiel. Mein Herz. Brauchen wir einen Friedhof? Ich meine, so grundlegende Frage. Wenn Menschen tot sind, dann sind sie ja tot. Dann kriegen sie ja auch nicht mehr so richtig mit, wo sie sind. Dann ist denen doch, also, ist es unmoralisch, mit Menschen zu heizen? Also, sind ja dann tot. Ja, was machst du mit den Leichen? Naja, eine Biogasanlage. Im Spiel. Im Spiel-Chat. In meine Streamset für mein Dankeschön. Nein, Stream. Alles wundervoll, aber nächstes Mal ein bisschen mehr Erdnüsse, bitte. Ich gebe das weiter. Da hat scheinbar jemand zu wenig Erdnüsse gekauft. Also scheinbar, um fair zu sein, ich wurde extra gefragt, ob ich was haben möchte. Und hab zurückgeschrieben, nee, ich bin mit allem zufrieden, was da ist.
Und dann waren da aber nur so wenig Erdnüsse. Deshalb habe ich so Lust bekommen auf Erdnüsse, aber es waren nur so wenige und ich habe sie weginhaliert. Und jetzt beim nächsten Mal kaufe ich die Erdnüsse. Beim nächsten Mal kaufe ich die Erdnüsse noch in der Schale, damit du sie knabbern musst wie so ein Elefant und sie aufquellen musst. Du kannst mich auch. Gib mir 2 Sekunden. Like, ich hab's quasi schon fast. Hast du sie einfach? Die Tür ist schon offen. Immerhin ist das Schloss jetzt auch offen, auch wenn sie am Boden liegt. Hast du schon den Dreh bei Putzmitteln und so ähnliches raus? Da struggle ich noch etwas weniger putzen. Deine Schwester grüßt, mit der ich schon wieder ein Kind gezeugt habe. Es ist unfassbar. Es wird auch einfach nicht mehr besser. Boah, Kamera. Kamera, mach nicht diesen. Mama, konnten wir so richtige Erwähnungen machen? Also, König Egon. Oder auch, ja, Lord mache. Kann ich glauben, dass das funktioniert hat, ey, holy shit. Ich habe halt kein zweites Kind bekommen bis jetzt. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber ich setze bestimmt gleich auch noch Sansa im Braten in die Röhre. Die wollen alle Teile des Throns. Ich weiß noch nicht, wie ich das vor den anderen Lords rechtfertigen soll. Aber vielleicht kommentiere ich es auch nicht. Vielleicht tun wir einfach gar nichts und sagen auch einfach gar nichts. Wer Kinder mehr macht, das ist wohl wahr. Hohe Miete. Ja, dann zieh doch um. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab gerade gekommen. Oh mein Gott, ich hab das gerade nicht gesagt. Also, was wollte ich sagen? Ich krieg's nicht hin. Was ist denn los? Warum stolper ich denn so krass über diesen Inhalt? Okay, also. Mein König? Ja? Die Ohrenbläser sagen von einem Mordkomplott. Das ist okay. Die Frage ist jetzt, also ich erfahre wahrscheinlich nicht von wem, oder? Dass Mordkomplott losgeht, sondern nur, dass es eins gegen mich gibt. Ob es durchgeht oder ob du einen Grund hast, warum es nicht gemacht werden darf. Honestly, wenn ich nicht ich selbst wäre, würde ich selber versuchen, mich zu töten. Deswegen ist das total legitim. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Go for it. Gut. Es wirkt alles ein bisschen so, als hätte jemand die Stadt geplant, der nicht so ganz mit einem Dreieck umgehen kann. Und ich glaube, der jemand bin ich. Es entsetzt mich, in welchem Zustand die Gesundheitsfürsorge dieser Stadt ist. Man weiß nie, ob man behandelt wird oder nicht. Also, wir haben einen Friedhof und eine Klinik. Ich verstehe die Kritik nicht. Eine erhellende Farbe, die ihr trägt. Miss Tyrell, Meister der Münze. Hängt wohl mit dem Wein zusammen, wie er uns informierte. Ach, es betrifft eure ganze Familie. Es ist eine seltene Nebenwirkung. Ich kann aber an der Stelle sagen, dass es sich bisher empfehlen lässt, das gemeine Volk feiert uns mehr denn je und liegt uns förmlich zu Füßen. Schön. Dann haben wir quasi hier an der Promenade direkt eine reiche Person. Das heißt, du kannst morgens, wenn du quasi hier so zur Arbeit fährst, kannst du einmal schauen, was du haben könntest, wenn du nicht du wärst, aber du hast es nicht, weil du bist du.